Guten Tag und hallo aus München. Heute ist Dachwelten hier. Kreaton hat eingeladen, die Fachhochschule Erfurt. Heute Morgen um 5:30 aufgestanden, hier frisch und munter angekommen. Gleich findet das Briefing statt. Heute hat hier in München Ann-Kathrin Rieser von Kreaton, Marketingleiterin, die Studierenden von Professor Sven Steinbach und Professorin Yvonne Brandenburger begrüßt. Nachdem wir den Einstieg in den Wettbewerb gefunden haben, geht es gleich auf eine Stadtführung, moderne Architektur in München. Kreaton macht beim Dachweltenwettbewerb mit, um die Industrie und die Studenten zusammenzuführen, um den Studenten auch zu zeigen, wie spannend ein Produkt eines Industrieherstellers sein kann und wie vielfältig einsetzbar auch ein Tondachziegel sein kann. Wir haben zum wiederholten Male einen interdisziplinären Kurs, nämlich Architekturstudenten und Studenten der Gebäude, Energietechnik dabei. Da sind wir auch ein bisschen stolz, dass das immer gelingt. Wir haben auch eine sehr gute gemischte Gruppe, 12 Architekturstudenten und 12 Gebäudetechniker. Heute sind wir ja hier in München, wo wir die Architektur, ich finde, das gehört auch zu Dachwelten dazu, erlebbar gemacht haben. Und morgen geht es eben nach Wertingen, beziehungsweise an unseren Standort nach Rockten. Da erfahren wir sehr kurzweilig, wie ich meine, wie der Biberschwanzziegel hergestellt wird und arbeiten dann auch praktisch noch mit dem Biberschwanzziegel an verschiedenen Modellen, damit die Studenten auch mal merken, wie kann so ein Biberschwanzziegel eingedeckt werden, beziehungsweise wie arbeitet sich's mit Biberschwanzziegel. Der aktuelle Semesterkurs dieser gemischten Gruppe soll in einer Erfurter Baulücke einen Neubau entwerfen, der mit einer Biberschwanzdeckung versehen wird. Soll natürlich das Ganze architektonisch auch so integrieren und unsere Gebäudetechniker sollen auch noch ein Konzept dazu machen, ein gebäudetechnisches Konzept. Biberschwanzziegel wird für mich oft verbunden mit Sanierungen oder der Restauration von alten Gebäuden und ich bin fest der Meinung, dass der Biberschwanzziegel auch in der modernen Architektur sowohl auf dem Dach als auch an der Fassade verwendet werden kann. Weitere Informationen zu Dachwelten gibt es auf unserer Website www.dachwelten.de und abonniert doch einfach den YouTube-Kanal. Da gibt es Videos wie dieses hier über die Veranstaltungen, Briefings, Präsentationen und natürlich auch über den Abschlussworkshop in Essen.